Nirol P. Und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars die Skywalker Saga. Boom, wir sind hier gerade in Episode. Warum hat sie keinen Rückwärtssprung? Die Jedis haben alle Rückwärtssprung, sie nicht. Anscheinend nur Jedis, ne? Wir sind hier in Episode 7 angekommen. Ne? Wir spielen als Rey und wir haben die erste Story-Mission abgeschlossen, die erste Story-Level. Wir haben ein paar Steine gesammelt. Wir sind schon mit der Hälfte des Planeten fast fertig. Und wir gehen mal in die nächste Level? Fragezeichen, ne? Weil wir sind noch nicht im freien Modus, ne? Im freien Spiel. Und das müssen wir mal ändern, ne? Und ja. Guck mal. Dann zeig mal hier, was du dabei hast. Erstmal rede ich mit Linie. Oh, seht ihr das? Niemand in eine der Hutten war? Eine der Hunden war im Ernst niemals die Hundin. Sie war diejenige, die das Leuchtfeuer absetzte und den Nima Außenpost schuf. Ziemlich lustige Geschichte, hm? Also meine Freunde sagen, die kennen die lustigsten Geschichten. Okay, cool. Ich sehe da drin einen Stein. Aber wie komme ich da rein? Scheint noch nicht. Geschichte fortsetzen. Der Kampf um den Schrott. So, wir müssen ja ein bisschen Schrott abgeben, damit wir uns ernähren können, ne? Eine halbe Ration. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Was ist mit dem Droiden? Der ist nicht zu verkaufen. Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Komm mit, BB-8. Wasser! Wasser! Oh, verschwinden wir von hier. Aliensprache. Was soll man ja sagen, Kollege? Wenn er ihn nicht kaufen kann, denkt er kann ihn einfach klauen, wie? Von wegen. Du Schlürfer, hilf mir, gefällt. Lady ist hier in Not. Und wie wir alle wissen, ist die Macht weiblich, also von daher. Ja. Ich meine, das Spiel hat mir wortwörtlich gerade Frage abgenommen. Dazu war ich gerade gesagt, ne? Ich brauche keine Hilfe. Ich bin eine starke und unabhängige Frau. So, Geschichte fortsetzen. Der Kampf um den Schrott. Wegen gehört dieser Oberkörper. Er wurde gefangen genommen von der ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen, aber unser Schiff stürzt ab. Dann bist du also im Widerstand? Wie es aussieht, ja. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich trägt er sowas wie eine Karte in sich, die zu Luke Skywalker führt. Und alle wollen die haben. Luke Skywalker. Und einfach den Oberkörper von Poe angezogen. Das ist jetzt mein Oberkörper. Ja, wir können dir nicht entkommen. Vielleicht doch. In die Sportjumper. Was für ein Ding? Wo ist das? Ich will zur Ray wechseln. Wo soll ich hin? Wie ein Quadjumper. Wo ist das? Wo, wie, wo? Warum? Warum? Ich dachte, da wäre hinter uns, da wo die hingelaufen sind. So viel zum Entkommen. Da, da ist noch ein Quadjumper. Aber wie kommen wir da hin? Der Weg ist versperrt. Ich habe eine Idee. Der Weg ist versperrt. Wo? In den Weg in den Schiffshof hinein. Schiffshof war nicht oder muss ich ja machen. Das Ding. Du bist dran, BB-8. Oh Gott, oh Gott.
Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Meine Güte. Chillen wir mal, Leute, okay. Dann bringt uns das jetzt, wenn wir damit entkommen. Mein Gott. Hey. Nur dein Quadjumper. Da ist der Wookie. Nein, da oben ist der Wookie. Brauchen Jedi. Nein. Schrott, Shotgun Code, Shotgun Code, ja. Na, Level starten. Oh, sind wir direkt am Fliegen? Dann werde ich vielleicht hier schon mal die Herausforderung freischalten. Ne? Also ich sterbe jetzt hier. Tief fliegender Schrott. Haben wir schon gedacht, dass wir diese Level spielen müssen. Ne? Wir sind von 5 Sekunden 3 Teiljäger. Ein Schiff ab oder zerstöre eins, in den du zwischen den Trümmern im Schiffsfriedhof legst. Mach ich einen zielgeschneiderten feindlichen Geschoss aus. Da fällt mir gerade ein. Ich habe die Skills noch alle aktiviert, ne? Das Schiff wird ja mehr Schaden machen, ne? Oder? Oder habe ich das? Schiff verbessern. Wenn nicht zu einfach wird, ne? So, Rainer. Aua. Okay. Nimm den als schnellste Schiff im Universum Schrott. Das gehört mir. Das ist eine berechtigte Frage gewesen, ne? Also hat Ding schon mal geflogen. Auf einmal kann sie es voll einfach fliegen, ne? Ah, wir kommentieren ja mal nichts, ne? So, 3, 2, perfekt. So, was soll ich machen? Ich soll irgendwie unter so einen Schrott irgendwie durchfliegen? Soll ich zerstören oder so? So, erstmal sammle ich alles ein, ne? Aber jetzt Herausforderung. Letzte. Aber letzte. Ah, jetzt wird ja pausiert. Sonst wird ja nie pausiert. Aber ich ein Zielgeschoss, einen feindlichen Geschoss aus. Das ist doch voll einfach. Einfach nur rollen, ne? Boah. Na, lass mich erstmal alles hier einsammeln, bevor wir die kaputt hauen, ne? Okay. So, was? Okay, da muss man noch kaputt machen anscheinend. So, wo sind die restlichen Dinger? So, ich sehe nirgendwo Kreise. Dann mache ich euch platt. Das Schiff geht richtig ab. Warte, bis ich erst den Kompressor von der Zündung nehme. Ja, aus irgendeinem Grund weiß ich, was ein Kompressor ist, aber ich noch nie geflogen bin. So, oh, da sind Ringe. 3. Das ist der vierte. War der irgendwo hier? Guter Schuss. Ach ja, Phoenix am Schießen, ne? Ab. Okay, keine Ahnung. Haben wir gar nicht angezeigt. Wir müssen tiefer fliegen. Und dann fängt es an zu regnen, Mann. So, da ist noch ein Ring. So, aus dem Weg. Ja, ich bin am ferngesteuerten Ding jetzt ausgerichtet. Warum habe ich nichts bekommen? Ja,
So langsam habe ich den Dreh raus. Also voll Tutorial. Ich habe noch voll Tutorial-Level, was ich hier alles mache. Wir sind zu hoch. Sie können uns orten. Ich kann nicht glauben, dass BB-8 eine Karte in sich hat, die zu Luke Skywalker führt. Ja, der Widerstand. Ich meine, wir brauchen diese Karte unbedingt. Dann sollten wir machen, dass wir von der ersten Ordnung wegkommen. Gut gemacht. So, tun wir hier mal ein ferngesteuertes Ding hier an, aktivieren. Mir macht er nicht, Kollegen. Sie werden uns orten. Bleib unten. Ja, vielleicht will ich ja, die mich orten. Vielleicht will ich ja, die mich Randy orten. Komm ich einfach mit so einem AKO. So kleinere Schiffe geflogen. Habt ihr den Planeten verlassen? Das nenne ich fliegen. Du musst sie abschütteln. Halt dich bereit. Geht klar. Wofür? Wir fliegen in diesen abgestürzten Sternzerstörer rein, stimmt's? Keine Sorge, ich habe da drin schon oft Schrott gesammelt. Mit diesen Geschützen können wir dem Motor nichts anhaben. Wir brauchen etwas Durchschlagskräftigeres. Ein Protonentorpedo oder so. Warte mal. Ich war mal ein. Eis könnten mit Protonentorpedos bestückt sein. So, da muss ich machen, alles klar. Was ist das? Na, okay. Die Teilpiloten der ersten Ordnung gehören zu den besten, die es gibt. Wir müssen vorsichtig sein. Nur imperiale Sturmtruppler sind für so eine Präzision bekannt. Und dann haben sie nie etwas getroffen. Ich habe das Gefühl, einige Leute wissen nicht. Immer schätzen irgendwie die ganzen bösen Armeen immer. Wenn die mal solche Kommentare ablassen. Ich glaube, andere Schiffe sind nicht irgendwie geplant, dich riesige Schiffe durchzufliegen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich hier alle Minikits habe. Ne. Boah, wenn ich hier eins noch verpasse, ne, am Ende. Das Ding echt so lang? Ich kaputt. Na, ich habe ein Minikit verpasst, glaube ich. Bin aber nirgends so weit angezeigt, Mann. Schocken. Er ist beim Widerstand. Na gut, mal ganz unter uns. Ich bin nicht ein Widerstand, klar? Ich versuche nur vor der ersten Ordnung zu fliehen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bring ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Komm schon, BB-8, sag's ihr. Das Elenium-System? Ja, das ist es. Flieg uns so schnell hin, wie du kannst. Alter. Pack deine Werkzeuge wirklich. Abfackeln, elektrisieren. Das ist eine Charaktermission, sehe ich gerade. So, ich weiß nicht, dass ich ein Ding hier verpasst habe. Ein Minikit, die werden wir auch gar nicht angezeigt, Mann. Hier hätte ich ihn abfinden sollen. Aber ich bin mit der Jacke. Quadjumper. Und du wärst mit deinem Quadjumper. So. Wir machen den Sprung ins Elenium-System. Gut festhalten. Ja, das ist eine Charaktermission. Was will ich? Was muss ich für dich machen? Wer bist du? Endlich seid ihr da. Ein Schiff des Widerstands wurde von der ersten Ordnung überfallen und braucht dringend Hilfe. Das ist alles. Ende der Nacht. Keine Zeit zum Plaudern. Los, rettet sie. Okay, perfekt. Ich habe die Position neues Radar geladen. Macht die erste Ordnung ordentlich Dampf. Na, das sind Quests nach meinem Geschmack, ne? Kurz, knapp und auf den Punkt. Sind die in der Nähe? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ach, jetzt habe ich die eine Stadt hier freigeschaltet, ne? Ja, oh, warte, ich komme. Ich bin schon fast da. Keine Angst, Alter. Warte mal, ich glaube, ist das so ein Goldschiff, weil er so viel ausgehalten hat. Ich glaube, ich kann zu dieser einen Stadt da noch mal kurz zurückgehen, ne? Ich weiß nicht, ob ich gerade frei spiel. Ja, perfekt. Dann gehe ich gleich mal zu dieser einen Stadt zurück. Ah, dauert lange, bis ich mich drehe. Oh, da ist ein Linkkomet. Gibt's ja auch noch, stimmt. Neuer Planet, neuer Kaiba Metroid oder wie auch immer die Dinger heißen. Wo ist er? Wo ist er? Hier. Haha. Danke für die Hilfe. In Momenten wie diesen wird einem klar, was im Leben wirklich zählt. Nämlich in einem Namen endlich zu sagen, dass er die Klappe halten soll. Alles klar, da war eine kurze Quest. So, da ist auch ein Rennen sich gerade. Meine Güte. Jägerpilot, erste Ordnung. Ich finde mal einfach so freigeschaltet, ne? Wo ist er? Hier, ja, da ist er. Mit dem neuen Drip, mit der Jacke. So, komm her, du. Boah. Boah, den könnte ich. Schwubbidi-wups. Oh, den könnte ich. So. Ich wollte schon sagen, wenn ich damit verpasst hätte, ne? Wenn ich damit verfehlt hätte. Okay, cool. Und dann haben wir hier ein Rennen. Viel beschäftigt hier im Weltraum vom Jakku. Und ich nehme mal den zweiten Charakter, kriegen wir hier, ne? Ja, ich gebe das schon aus. Keine Sorge. Muss auch noch nicht. Hetzt mich nicht, okay. Oh, der Sound. So, Schmie. Okay, ein bisschen random. Die Mutter von Anakin hier freizuschalten. So. Ja, wo ist er? Kollegen, ihr müsst mich auch schon so umdrehen, wo ich ungefähr hin soll. Ne? Sie drehen mich hier einfach irgendwo hin, so. Alles klar. Irgendwo ist ja was du machen musst, ne? Mich so kackfrech, ne? Was ist das denn? Zum Weg, nein. Damit ich das schaffe. Ja, wie sind die Dinger ja verteilt? Ha? Ha? Ah. 9,4 Sekunden. Perfekt. Dann muss ich sie auch noch kaufen, ist klar. Okay, na was. Na, was ist das da noch? Was ist das da? Okay. Dann gehen wir mal hier noch hin, ne? Da waren wir noch gar nicht. Ich meine, da waren wir schon, aber da waren wir nur in der Story und da haben wir nicht viel. Konnten wir uns nicht richtig umschauen, ne? Ist halt immer noch ein brennender Ort. Ist halt immer noch dieses brennende Dorf. Sag mal. Boah. Hat noch niemand das Feuer hier ausgemacht? Das ist ja der Mustafa. Wie viel habe ich? 61. Ja, ich glaube, durch die Story bekomme ich mal die meisten Dinger. So, ich kann alle spielen. Perfekt. Viele von uns gehören der Kirche der Macht an. Wir befolgen die Prinzipien des Jedi-Ordens. Ah. Aber machtempfindlich sind wir nicht.
Manche von uns sind dafür aber überempfindlich. Zum Beispiel darf man meinen Bruder nicht Blogginhirn nennen und erwarten, dass dann keine Tränen fließen. Hier, so wie der blinde Kollege hier aus Rogue One, ne? So, willkommen. Willkommen im Doktor. So ein Stein, würde ich mir denken, ist irgendwie so gut platziert, also wie Willkommensstein. Willkommen im Dorf Tuanul. Sucht euch einen schönen Sandhaufen und macht es euch gemütlich. Und steht, bleibt vom Feuer weg, ne? Weil da tut voll weh. Also so ein Stein kann ich mir vorstellen, als Willkommensgeschenk, ne? Manchmal sind die immer voll an kryptischen Orten hier. Sande gefragt. Ja, hey. Aber ist hier. Wisst ihr, was dieser Planet braucht? Ein wenig Farbe, die nicht gelb, braun und gelbbraun ist. Findet ihr nicht auch? Ein paar mehr Pflanzen würden schon reichen. Ich habe von einem Planeten namens Bu gehört, auf dem es eine üppige, wunderschöne Flora gibt. Vielleicht würde hier etwas von dort wachsen. Reise nicht gerne. Könntet ihr mir vielleicht ein paar Samen mitbringen? Ja, aber nicht jetzt. Wunderbar. Ich glaube, das Gungan-Volk von Naboo Gungan? Mehr über die Natur dort. Warum ich weiß gar nicht mehr, wie die in Deutsch Gungan heißen. Ich glaube, die sind auch Gungans, ne? Hört euch an, was sie empfehlen können. Ich meine, die Stadt hieß Otto Gunga. Also nehme ich mal an, die wurden in Deutsch auch Gungans ausgesprochen, ne? Aber es hört sich blöd an. Das ist das, worauf ich hinaus will. So, ach, wir haben schon wieder so ein Ding hier. So, wer packt an meine Jedis weg? Du wirst die Macht der dunklen Seite spüren. Moment. Wie kann der Tank leer sein? Das Wasser wurde doch wieder angestellt. Moment. Was? Wie es sind diese defekten Rohre? Da bekäme ich hier am guatanischen Ödland mehr Wasser. So schnell wie diese Dinger kaputt gehen. Ohne Wasser zum Trinken habe ich leider nicht die Kraft, die Rohre wieder aufzubauen. Welch grausame Ironie. Ja, ja, ich mach das schon, meine Güte. Was sind diese Scheinwerfer übrigens? Wir sind doch hier schon. Ah, ich pack das mal hier, ne? Oh nein. Was sagt ihr? Könnt ihr mir helfen, das Ding wieder zusammenzubauen? Ihr seht so aus, als würdet ihr euch mit Antennen auskennen. Was soll das denn heißen? Hallo? Was, wenn ich irgendwie, weil ich weiß, ein Volk mit Antennen. Rodianer Antennen, nee, ne? Was, wenn ich ein Geonosianer gespielt hätte? Dann wäre ganz schön rassistisch gewesen dann, diese Aussage. So. Boom. Jetzt könnte er wieder als Star Wars Radio empfangen. Au. Ja, nun. Ah, 40%. 0, 20. Okay. Mal 40, 60, 80, 100. Mach ich das richtig so? Das sieht doch ganz gut aus. Versuchen wir es mal. Zentrale, schickt Vorräte. Over. Nun heißt es warten. Seht euch das an. Es funktioniert. Danke für eure Hilfe, mein Freund. Oh mein Gott, der Typ ist tot. Du hast ihn umgebracht.
Er ist tot. Und ganz ohne Sand. Noch besser. Nein, hier ist überall Sandräder. Ja, ich muss sagen, das ist Kylo Rens Schiff, ne? Was sehen eigentlich alle Schiffe in letzter Zeit so aus? Mit so riesigen Flügel, ey. Die Mantis, die sieht auch so aus, ey. So ganze Flügel. Ich finde die voll Meine Tante unschön. Spricht von nichts anderem als vom Sehen und Anbauen von Pflanzen. Nur ein Narr würde das hier versuchen. Aber vielleicht tut ihr ja jemand den Gefallen und schreibt dabei sogar Geschichte. Ja, das für die eine Quest. Ja, ich weiß, dass ich nach Naboo muss, also. Wo ist die Schlüsselkarte? Also nicht. Ich gehe mal hier rein. Vielleicht weiß jemand da Scheit. Ja, was? Bitte ist Karten kommen. Warum ist hier nicht? Muss schon sagen, da stand gerade 0%, wenn ich mich nicht irre. Was? So war hier drin, mein Gott. Meine. Einer. Wow. Ich darf mich aufpassen. Das ist mehr als ein paar Rationen wert. Das kann ich leider nicht. Heilige. Diese Emotionsschwankungen. So, warum ist denn schon wieder Mandalorian? Ich habe da letztens Boba Fett aus eingewechselt. Merkst du das Spiel jetzt oder nicht? Lehm und Gold. Was? Also, Grogu, ich wollte schon sagen, wo kommen auf einmal diese Babygrosche? Sehr dank, wenn ich jetzt hier, wenn ich hier Luke Skywalker jetzt reinpacke. Ich bin so ein Fan von Luke Skywalker, ne? Ich bin Luke Skywalker. Ich bin ein Jedi, wie mein Vater vor mir. Wieso hast? Ich habe doch Wicket hier. Boah. Was? Ich habe doch. Oh Gott. Weiß ich ja. Habt ihr einen Luggerbeast rumtollen sehen? Dummes Ding fing an, Stahlpicker zu jagen und warf mich einfach ab. Jetzt gestrandet in ein kleines Dorf. Abscheulich winziges Dorf. Luggerbeast ist wahrscheinlich schon auf halbem Weg nach Nima. Will ich den ganzen Weg gehen, um es zu holen. Aber vielleicht kann ein neugieriger Fängling das übernehmen. Luggerbeast ist hier, ist ein Dorf wahrscheinlich Stahlpicker. Bisschen Wüste bei Nima. Fällt mir ganz vielleicht leichter zu fangen, wenn der Stahlpicker zuerst verscheuchen. Okay. Ja, ist hier anscheinend, also machen wir das. Hier ist ein Stein, da ist ein Stein. Hey, warte mal. Kann ich jetzt einfach. Warte. Haha, ich habe mitten in der. Dachgleiter, ich habe einfach in der. In der Luft zu ihm gewechselt hier ganz schnell. Was sagt mir, dass ich das kann? Oh, da ist eine Datenliste irgendwo. Oh Mann, ich kann es dann nie beim ersten Mal schaffen, ne? Hier so kaputt. Da. Der alte Ben hatte sowas früher mal. Ich warte nicht auf die Animation, hallo? Schnell! Jedes Mal. Es passiert so oft, ey. Nee, jetzt gar nicht. Das ist einfach nur Eingang von dem Haus. Das sah so aus wie so eine Datenliste. Hier ist auch gar keinen, sehe ich gerade. Hey, hier ist das Ding. Ich hab's gerade gesehen, wo sind.
Das Ding, ich hab gerade gesehen, wo das Ding ist. Hier. Wow, das ist fantastisch. So, aber Mann. Ah, was ist das? Ups, Entschuldigung. So, ich brauche ein paar mehr von diesen Rohren, wenn es geht. Da ist eins. Nein. Hier. Das hat genauso. Nur muss ich einfach nur die richtigen finden, ja. Wo fängt das ganze Ding hier an? Ah. Fängt denn das Ding hier an? Auf Tatooine gab es halt auch mal dieses Rätsel, aber da musste ich immer so, weil ich einige Rohre überall reinpacken, ne? Und dann ist das Wasser irgendwann so übergequillt, ne? Und dann irgendwann. Ah, geh weg. Fliegt so weit weg, ne? Na, was, wenn ich das hier mache? Bringt nichts, ne? Ne. Ich glaube, das war schon richtig. Ja, warte mal, wo fängt da was an? Hier fängt da was an. Ah. Mal noch mehr von diesen Dingern, wenn es geht. Okay. An diesem Himmel, über diesem Planeten, wurde das Imperium schließlich besiegt. Wir dachten, das wäre das Ende der tyrannischen Herrschaft über die Galaxis gewesen. Aber das Böse und die Tyrannei haben viele Gesichter. Zum Beispiel Derek mit seinem kostbaren Banterteppich. Die sind nun mal zum Drüberlaufen da, Derek. Brüll mich nicht jedes Mal an, wenn ich ihn mit meinen Füßen berühre. Ja, der, wie gesagt, war hier irgendwie die letzte Schlacht irgendwie vom Imperium? Weil die letzte Schlacht war da über Endor, ne? Das habe ich schon immer verwundert, ey. Wieso irgendwie die ganzen Teile hier auf Dings sind, auf Jakku. Endor war doch die letzte Schlacht. Und da ist ja wieder irgendwie was passiert. In. Da ist noch ein Ding. Ist da irgendwie mal was passiert, so in der. In der Canon, von der ich schon wieder nichts weiß. Ja, bringt aber nichts hier. Boah. Was ist das Ding hier? Na. Ja, wo ist das letzte Ding? Muss noch eins irgendwo sein. Muss ich erstmal hier wieder alle finden, ne? So, da ist noch eins. So, das baue ich. So, komm mal her. Ich glaube, das ist das, was ich brauchte, ne? Nein, das gibt's jetzt nicht. So, okay. Ganz ruhig. So, warte mal. Passt du hier rein, oder? So, was? Nein, andersrum. Boah. Nein. Warum gibt er mir denn so viele von diesen Dingern hier? So, jetzt aber.
Warte mal. Da kommt hier hin. Und das eine Ding passt ja genau da rein. Genau. Also muss ich den erst nicht erst zum Explodieren bringen oder so. Sie will auf Tatooine, damit dann neue Teile entstehen. Das war's. Ich werde Wasser trinken, bis ich beim Gehen gluckere. Das da könnt ihr euch ruhig nehmen. Ich kann kaum glauben, dass das mir gehört. So, ich habe jetzt nicht gelesen. Ewige irgendwas stand da. Ewige Knappheit. Da oben habe ich ein Ding gesehen irgendwo, ja. Bonk. Der alte Ben hatte sowas früher mal. Als er noch gelebt hat, ne? Aber er ist jetzt tot, also hat er es nicht mehr. Das Kreislauf des Lebens. Da irgendwas hier? Oh, hey. Das war mit meiner Jedi-Ausbildung. Oh, Minute. Ja, danke, 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 Leute. Nein, nein, nicht aufhören. Ich habe nicht gesagt, ihr sollt aufhören. Das erste, was ich direkt mache, ist hier wieder einen ganzen Stand hier in die Luft. Ja. So. Bonk, bonk. Und da ist er weg. Das ist mehr als ein paar Rationen wert. Kollateral, Kaiba. Wie viel habe ich? Oh, 4 Stück fehlen noch. Cool. Oh, ich sehe auch nirgendwo mehr. So Dinger sehe ich gerade. No. Wir besorgen euch sofort eine Transportmöglichkeit. Gibt es da noch eine Quest oder irgendwie sowas? Habe ich die alle angenommen? Ja, ne? Ja, gehen wir nochmal zurück nach Dings hier. Kannst losgehen? Zum Nima-Außenposten. Jetzt mit allen unseren Charakteren, ne? Hatten wir ja vorher nicht erkannt. Zur Verfügung, ne? Und sammeln da noch ein paar Sachen ein, ne? Und was ist da eigentlich? Da ist der Nima Außenposten. Nicht besonders aufregend, ich weiß. Boah. So, du. Kann bitte jemand dieses tobende Lagerbiest bremsen? Lagerbiest. Es ist schon niedlich, wie es mit den Stahlpickern spielt. Aber das tut echt weh, wenn es einem plötzlich über die Zehen stürmt. Genau, wo ist es? Nehmen wir mal da ein. Obwohl, dann werde ich wieder direkt, wenn ich die Quest erledige, werde ich wieder direkt zu dem Questgeber gesendet, ne? Also warten wir erstmal. Du weißt noch ein paar Sachen hier einsacken, wie zum Beispiel das Ding, ja. Das ist mehr als ein paar Rationen. Da kommen wir eben nie mal aus dem Posten, ehrlich. Da war neben dem das erste, was ich hätte finden können. Seid vorsichtig hier draußen. In der Wüste. Ja, okay. Sagt mir jetzt nur. Genau das. Müsst ihr über den Planeten fliegen? Steigt ein. Weißt du, er klingt irgendwie so, hey, was geht? Wollt ihr da hinten gehen? Dann geht mal da hin, ne? Aber wenn ich mich dem Ding näher, klingt er irgendwie so. Ja, ja. Da. Boom, 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 boom. Meins. Was ist eigentlich, wenn ich hier? Wird ein denkwürdiger Schaden. Oh, ich dachte, die haben Voice Lines, wenn die irgendwie. Ich kann auf mich aufpassen. Pff. Beleg vielleicht irgendwie damit zusammen, irgendwie je nachdem, welchen Charakter man einwechselt, ne? So in der Reihenfolge und so. So, jetzt sind bestimmt auch einige Quests, ne? So, was mit dem Dingen da? Dann komme ich da rein, oder sehe ich? Ich sehe da schon. Das kann ich leider nicht. Was? Hey!
Ich spüre die Macht hier. Ich kann mir nicht mal die Macht senken. Eine Sekunde. Na, ganz ruhig bleiben, Leute, ganz ruhig. So, das Kabel geht irgendwo da oben lang, sehe ich. Die Macht wird mich zum Sieg führen. Etwas sagt mir, dass ich das kann. Ich finde gut, dass die Jedis hier bei den Charakterauswahl hier grün sind, ne? Die Jedis sind als grün gezeichnet, sehr gut. Das heißt, grün ist die Farbe, an der man sofort denkt, wenn man an Jedis denkt. So wie es sein sollte. Muss ich sagen. Kann ich da verziehen. Was ist denn da für ein? Was ist denn da los? Da ist ein Protokolldruide. Okay. Ja, ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich weiß, du bist nicht auf mich zugekommen, aber du wolltest auf mich zukommen, ne? Ich weiß es. Bonk. Bonk. Wow, das ist fantastisch. Unkaputt. Unkaputt, ich verstehe. Boah. So, was ist denn da noch? Was? Was war das? Was ist das hier? Was hat hier? Das Ding kann ich doch bestimmt irgendwo einstecken, oder? Nur wo? Irgendwo da ist was. Das ist wieder Zeug. Boah. Oh ne, wenn er schon jetzt hier respawned ist, ne? Wo kann ich das Ding hinpacken? Irgendwo oben rechts war das, ne? Irgendwo da, ganz weit weg war das irgendwo. Was sind hier? Weg damit. Wir schon bald finden, ne? Also ist schon wieder weg. So. Wer oder was ist hier? Warte mal, eins von vier. So viele Leute habe ich doch gar nicht. Aber ich kann zwei Protokolldruiden nehmen, ne? Die alle auf die Dinger platzieren. So, wo ist hier noch was? Da. Da. Oder ist noch einer? Bleibst du da? Ja. So, wo ist der letzte? Da. Boom. Meine. Ich kann kaum glauben, dass das mir gehört. Doch, glaub es. wie so ein kleiner Gremlin, ne? So, jetzt weg hier. Das ist mir Luke Skywalker einfach allein, ne? Wir haben ihn gefunden, jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. So, ja, war irgendwo eine Quest noch. Ich weiß nicht, warum ich Menschenquest sagen wollte. Ich habe einfach nur gesehen, na, noch eine Quest, wo man Charakter freischalten. Oh, eine Menschenquest. Okay, Kopfgeldjäger, wer bist du denn? Bist du gekommen, um Baba Joes Viecher zu sehen? Ist damit Yagi? Eine schöne Sammlung hat Baba Joe. Aber es fehlt eins, das er seit Jahren im Auge hat, aber zu langsam ist, um es zu fangen. Der Wusler,
Was? Zu langsam zum Fangen? Baba Joe zahlt hübsche Summe, wenn du ihm einen Wusler fangen kannst. Du darfst sogar eins seiner Viecher streicheln. Ich zeig dir mal einen Riesen. Ich zeig dir mal einen richtigen Hasen. Du findest den wuselnden Wusler in der Wüste von Tatooine. Die kleinen Burschen sind aber flink. Also zieh dir am besten gleich deine Laufschuhe an. Welt vertagt. Ich dachte, er wäre auch hier irgendwo. Mein Gott. Habe ich gerade einen Maustruinen gehört? Oder warten? Ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese. Diese Androiden. So, was haben wir denn da noch? Hey, yo. Ich wollte eigentlich in Ankas Lagerraum einbrechen. Aber der sieht mir zu schwer bewacht. Hab ich schon gemacht. So, ach, das Ding. Oh. Au, was so? Ich kann ihn töten, was? So. Mach das Ding Face auf. Okay. Bruder, warum machst du das? Ah. Aber ich hab schon. So, boah, was bist du denn? Wer ist er denn? Und so, hey. So, reg dich ab. Was machst du da? Okay, das war ein bisschen random. Rationiert. Yay. Yay. Oh, ihr seid. Sorry. Anka Platt wird ganz schön sauer sein. Verschwinden wir von hier, bevor er merkt, dass wir es waren. Aber du warst das doch nicht. Ich war das. So, hey. Wenn ihr gekommen seid, um gegen Rationen zu tauschen, muss ich euch enttäuschen. Irgendein Schwachkopf. Oh, wenn ich den erwische, ne? Offen gelassen, dann ist ein Happerbohr reinspaziert und hat sich mit dem Zeug davon gemacht. Sogar ein Happerbohr hätte zu kämpfen, so viele Rationen zu essen. Wenn wir ihn finden, kann ich zurücknehmen, was noch übrig ist. Ich bezahle euch natürlich für Ach, du hast mich schon bei Bezahlung. Im Lagerhaus nachsehen. Diese Gier, der Happerbohr hat vielleicht eine Spur hinterlassen, der man folgen kann. Informiert mich, sobald ihr sie gefunden habt. Ja, alles klar. Sobald ich was finde, sage ich Bescheid. Der Hunger der Happerbohr. Okay, können wir ja machen. All das Essen rumliegen lassen. Ich könnte wohl der Spur folgen, um den Täter zu finden, aber nach meinem empörten Ausbruch gerade bin ich ganz schön müde. Boah. Fleisch, Steak. Hm. Wo ist das Ding reinpacken? Was? Alter, Finn hat daraus getrunken. Dein Glückstrunk. Finn hat daraus getrunken, Mann. Warum sterbe ich denn, sobald ich da Wasser brühe? Weil ich ein Gamer bin oder was? Nein, ich will. Nein, ich will. Da. Sorry. Folgt ihr auch der Essensspur? Wer könnte da widerstehen? Scheint aber hier zu enden. Entweder hat sich das Ding genau hier in Luft aufgelöst, oder es hatte plötzlich sein Futter besser im Griff. Hm. Ja. Schnaub. Schnaub? Gib mir meine Rationen zurück, du
schamloser Wilder. Da fehlen welche. Wo hast du den Rest vergraben? Hey. Ah, das ist der Mr. Miyagi, genau. Ach. Oh, das führt mich zum Schotter, du Stück. Oh nein, das tut dir nicht. Jemand mit diesem Abverfolg, das bis ich meine Rationen zurückbekomme. Mein Gott. Blöden Vögel. Ah. Warum ist das so schwer, die zu treffen? Na, sind doch noch mal ein paar Vögel, ey. Mach dir nicht so ins Hemd. So voll chillig. Also ein weiteres Jahr verstehen. Ja? Das ist alles? Wo ist der Rest? Mehr. Mein Gott. Ja, nicht geil, warum gehen die auf was Leben ist los? Ich hab das gestorben. Ich habe so ein paar Steine durch die Gegend fliegen gesehen. Halt die Füße sein? Du hast irgendwas in einen Krallen. Alter. Hörst du mich? Dann hau ich dich eben. So ist es. Fang an zu graben. Ja, mir fehlen noch ein paar Rationen. Du hast den Rest gefressen. Mein Gott, da sind doch schon genug. Leg dich doch mal ab. Geht ihr Plagen denn nie auf? Ja, komm. Da, boom. So habe ich mir vorgestellt. Nein, boah, hör doch auf immer Ding an. Das passiert voll oft übrigens. Nehmen wir auf diese blöde Drohnen, die ich hier freigeschaltet habe. Aufwärts. Ja. Voll zusammensteift so. Irgendwo habe ich einen verpasst, anscheinend. Na? Das ist vermutlich alles, was wir uns von ihm erhoffen können. Es sei denn... Los, wir gehen hinten rein. Nein. Was? Muss ich entweder als größtenteils verdaut oder zu sabberig für den Wiederverkauf abschreiben. Aber alles in allem wird es keine totale Katastrophe. Ich vermute ein Dankeschön ist angebracht. Oh ja. Ich denke, ein Viertel leicht sabberige Portion ich hau dich. Als Bezahlung. Ich hau dich gleich, wie wär's? Was ist mit dann als Bezahlung? So, schalt mal den mal frei. Und dann muss ich mal gucken, wie ich hier reinkomme. Mal zum Hinstellen bitte. Einmal drücken bitte. Drücken. Da, drücken. So.
So. Booyakasha. Alte Hütte. So, wie sieht's aus? So, noch 5 Stück. Wo ist das Schiff hier? Aber warte mal, der Wookie. Ich habe den fast vergessen, ey. Machen wir mal Dinge auf. Ich kann das jetzt. Ne. Einmal. Nein. Den muss ich glaube ich auch immer noch 20 Mal finden oder so, ne? Ja, noch ein bisschen dauern, habe ich so ein Gefühl, bis ich den oft genug gefunden habe hier. Ich da auch. Ey, oh Mann. Hallo nochmals mit Reisner. Was so aussieht, riecht und klingt wie ein Schrottplatz, das ist ein Schrottplatz. Aber immerhin ist der Schrott ziemlich cool. Hast du zum Beispiel all die abgefahrenen imperialen Wrackteile in der Wüste gesehen? Ja, die sind schon ein bisschen krass, ne? So, ich würde sagen, wir versuchen noch hier. Ich kann dir irgendjemanden hypnotisieren, sehe ich gerade. Dich, okay. Ich weiß nicht, wo ich das Ding hinpacken muss. Kann ich mir irgendwie kurz markieren, damit ich das hier so weiß. Okay, ganz da oben ist da irgendwo. Dann holen wir mal, ob ich da hinkomme. Und dann machen wir noch das Viech hier kaputt, ne? Und dann. Weil da müssen wir ja wieder zu dieser einen Siedlung zurück, ne? Und dann, ja. Gucken wir ja. Kriegen wir noch hinten, ne? Ich hoffe, das ist ja das Richtige, ne? Das ist das Einzige, was ich hier auf der Karte sehe, was irgendwie so anzeigt. So, oh, da kannst du mal reinstecken, ne? Oh, nein. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, bitte sag mir, das hier irgendwo in der Nähe. Keine Zeit, ich will ein paar beenden. Wenn da so viel zu tun ist. Wenn ich hier wieder rausgehe, ist wahrscheinlich Ding, ist wahrscheinlich hier wieder weg, ne? Oh, hallo. Wann hier noch? Okay, keine Ahnung. Ich glaube, wird nichts mit der einen Quest. Okay. So, okay, die sind noch da drin. Na gut. Ist ein Schalter? Keine Ahnung. Komm schon, bist du irgendwo hier in der Nähe? Nee, ne? Aber gut, das Ding ist noch hier drin, ne? Ich mache gleich einen Schnitt. Such aus nach dem Ding. Gut, dann sage ich, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge mach mal so ein bisschen hier weiter und dann kann man da ein bisschen in der Story weitermachen, ne? Gut. Dann sage ich 69, perfekt. Sag ich danke schön fürs Zuschauen und ciao. Bis zur nächsten Folge. Abonniert und da hat gute Zeug. Tschüss. Drohne!